Ich glaube, da ist gerade ein bisschen mehr im Busch wie Drama, Morell. Was ist los, Hüschi? Du hast gerade verweinerlicht angerufen. Nein. Sie will mit mir reden, ich soll nach Hause kommen. Sag das nicht. Soll ich mitkommen? Wenn sie mit mir reden will? Ich bleib in der Nähe. Mach keinen Scheiß, ruf mich danach doch sofort an. Okay? Bist du PD? Ja, ich bin unten. Guck unten, wie das Kennzeichen ist, bitte. Er hat grad, kam gerade zu mir hin. Chloe hat ihn verweint angerufen. Und die sprechen gleich. Ja. Das ist alles gut. Ja. Weiß ich nicht, ob alles gut ist. Ja, alles gut. Ich hab eben mit Chloe auch geredet. Okay. Alles entspannt. Okay. Geht halt einfach nur darum, dass. Pass auf. Die hat halt mit Sola gequatscht und bla bla, ja. Dass sie das halt alles momentan halt mit der ganzen Sache da nicht mehr hundertprozentiges Vertrauen ist und so. Ja. Und sie hat ihm heute halt auch nachspioniert so ein bisschen, weil sie halt Angst hat, dass sie ihm nicht mehr reicht und so. Und dann habe ich halt gesagt, so, ey, ihr müsst halt miteinander reden, so, das ist das Einzige, das Beste, was ihr machen könnt, weil so, ich hatte vorhin auch mit Fischer ein Gespräch, so, und Chloe war halt den ganzen Tag unterwegs, hat sich auch nicht gemeldet und Fischer wollte genauso nachspionieren. Ich weiß. Ja. So, ne? Und also das ist kein Schlussmachgespräch oder so, okay. Sondern eher so ein bisschen aneinander arbeiten. Sie will mehr miteinander. Ne? Ich habe gesagt, ey, ne, sag ihm halt ehrlich so, von wegen, ja, du willst wieder mehr mit ihm machen, mehr Zeit verbringen und so. Und weil er oft halt auch gesagt hat, ja, er hat halt oft gesagt, ja, kann jetzt nicht wegen arbeiten und so, dass sie dann halt auch sagen muss, ey, pass auf, wir machen halt echt schon wenig und wir müssen mal wieder was machen. Ja, und halt richtig. Wirklich halt. So, und ich habe ihr halt empfohlen, das halt am besten heute schon anzufangen, daran zu arbeiten. So. Ja. Also, okay, also das ist kein ich mach Schlussgespräch oder so. Gut, okay, weil Fischer hat schon angedeutet, dass ich genau weiß, was passiert, wenn und so. Also, nein. Wenn es mal da zum Schluss kommt, dann. Nein. Also, ich habe ihr halt auch ein paar Sachen gesagt, so die Fischer zu mir gesagt haben im Vertrauen, so, ne, von wegen, dass er zu mir gesagt hat, wie aus der. Ne, ich habe ihn halt. Die Frage gestellt, so nach dem Motto, entweder oder, ne, wegen Chloe oder halt so ein scheiß Leben. Und er hat innerhalb von nicht mal einer Sekunde gesagt, ja, Chloe, okay. So. Ich weiß, ja. Und also, das wird kein, das ist jetzt Ende, Pause so, oder sowas, okay. Gespräch. Gut. Also, würde mich wundern. Ich habe wirklich, lyrisch habe ich da gerade, also, könnte mir selbst auf die Schulter klopfen. Oh. Okay. Nein, aber dann, too nasty for you, falls du es trotzdem wissen willst. Also zwei nasty, vor vier und dann U. Okay. Alles klar. Okay. Weißt du Bescheid. Bis aber ich glaube, der ist mit seinem Police-OG unterwegs. Ja, noch, genau. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er dann vielleicht noch das Auto wechselt und so, weißt du, deswegen. Ja. War mir das wichtig. Okay, alles klar. Okay. Bis dann. Weißt Bescheid. Jo, ciao. Tschüss. Wo bist du? Fischi, wo bist du? Morell? Ja. Verarsch mich jetzt nicht, wo bist du? Ich habe eben schon anderen angerufen. Ich meine es auch zu dir. Das ist mir echt wichtig, okay? Fischi, mach bitte keinen Scheiß. Fischer! Ja? Police OG sofort orten. Ja? Ja? Wada! Du bist ein alter Wichser, bist du! Ja? Alles gut. Okay. Oh.
Handbremse. Oh. Frau Morell, sind Sie das? Ja. Hallo, Frau Morell. Moment. Kann ich euch helfen? Wissen wir noch nicht. 88 im Funk? Nein, ich will ihn nicht hören. Nein. Was ist los? Und was will ich schreiben? Warum, habt ihr nichts zu tun? Irgendwie einen Einsatz oder so? Die haben Auftrag von Fischer. Sag ihm einfach, ich will nicht mit ihm reden gerade. Doch, den habe ich gerade bekommen vom und den muss ich leider auch dann durchführen. Ah ja. Hey! It was a prank! Fischer, was hast du gemacht? Oh, Morell! Tut mir vom Herzen leid. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Du bist jetzt auf nicht sexuelle Art und Weise für mich der wichtigste Mensch hier mit in diesem, auf dieser ganzen verfickten Insel. Mit meinem Sohn zusammen. Und Chloe. Ich werde es mir nie verzeihen können, wie dumm ich war, diese Sache zu machen, wie ich jetzt merke, wie dich das mitnimmt. Hass mich dafür. Schreib mich ab. Ich hab's verdient. Aber du sollst einfach trotzdem wissen, dass du mir weiterhin noch genauso wichtig bist und dass ich niemals aufhöre, dich zu, du weißt schon, zu mögen, nur mehr. Und was glaubst du, warum ich genau so reagiert habe? Weißt du, was für einen Schock ich hatte? Ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich nicht hinterhergefahren bin, nachdem du gesagt hast, ich weiß, was du machen wirst, wenn das Gespräch falsch ausgeht. O'Brien hat mich vorher noch beruhigt, weil er vorher mit Chloe gesprochen hatte. Aber trotzdem dachte ich so, Gespräche können immer anders ausgehen. Und du hast vor ein paar Tagen noch um Hilfe geschrien, mehr oder weniger hast gesagt, dass du uns aktuell brauchst und sonst dann nicht, das nicht schaffst und alles. Und genau das schoss einen dann durch den Kopf. Ich vor kurzem erst mehr oder weniger für mich meinen Bruder beerdigt habe. Gut, jetzt ist er tatsächlich ja auch wirklich tot. Und dann höre ich diesen Schuss einfach im Telefon. Und du die Person bist, die hier irgendwie mir auch so viel mit ermöglicht hat, egal ob beruflich, das ist eigentlich scheißegal, aber auch gerade privat, das, was ich hier erlebe, habe ich so nie irgendwie erlebt. Und keine Ahnung, ich weiß, keine Ahnung. Es war mir gerade auch alles super viel. Tut mir komplett leid. Ich weiß nicht, warum ich so dumm war. Warum ich das gemacht habe. Weil, weiß es nicht. Keine Ahnung. Es war einfach viel zu weit drüber. Wir haben uns die letzten Tage so viel Sorgen um dich gemacht. Seitdem das passiert ist mit dem Unfall. Alle aus der Familie. Nicht nur ich, haben sich Sorgen um dich gemacht, wie es dir aktuell geht. Daher wirkte das auch einfach so echt, weil nach dem, was die ganze Woche passiert ist, halt wirklich hätte sein können, dass genau das passiert. Das ist einfach verdammt geschmerzt.
tut mir einfach vom Herzen leid. Und ich weiß nicht, wie ich das jemals wieder gut machen soll. Ich habe gerade so vieles kaputt gemacht, was wir uns über die Monate aufgebaut haben. Und du hast so viel gegeben und dich so viel um mich gekümmert und meine ganzen Scheißprobleme und alles, was ich hatte. So viel. Und ich spiele damit einfach nur rum. Ich bin auf jeden Fall gleichzeitig gerade super erleichtert, dass das alles wie ein schlechter Traum war. Auch wenn ich ein Arschloch war oder sonst was, darf ich dich einfach umarmen und mich entschuldigen. Versuch's, ich weiß nicht, wie ich reagiere. Bitte schlag mich nicht. Tut mir leid, du bist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Wirklich. Du auch für mich. Wo ist Fischer? Am Strand. Wo am Strand? Bei dieser Party mit Liz. Nein, ist er, glaube ich, nicht mehr. Chloe, wie ist das Kennzeichen von seinem Auto? Das neue? Ja. Weiß ich nicht. Aber das andere, weil die sowas in der Art... Womit war er heute unterwegs? Mit dem roten, schwarzen. Weißt du da nicht das Kennzeichen? No. Weiß ich nicht. Hat er dich angerufen? Chloe, ich glaube, der tut sich irgendwas an. Bist du noch ganz dicht? Was ist denn los? Wie, was ist los? Alice! Was machst du? Informationen in den Funk. Herr Fischer wurde aufgefunden. Bazieren. Ja.